Mallorca ist wahrscheinlich das beliebteste deutsche Reiseziel, wenn es heißt Strand, Party, Sonne und Meer. Was viele aber nicht wissen, die Insel hat auch Berge. Die Serra de Tramuntana bezeichnet das Gebirge, welches parallel zu Mallorcas Nordwestküste verläuft. Wer dieses überqueren möchte, stößt auf den Trockenmauerweg bzw. den GR221. Von Port Andratx im Westen führt der Weg über 140 Kilometer und 6500 Höhenmeter bis nach Pollença im Nordosten der Insel. Wir haben schon länger Bock auf diese Herausforderung gehabt und so ging es für Sepp. Hauptsache hoch, weit und anstrengend. Dani. Das mache ich nicht mehr. Und mich. Wie will man denn hier mit einer Hand und 20 Kilo hochkommen? Anfang Mai ab in den Süden. Seid gespannt, was uns auf unserem ersten Fernwanderweg durch Mallorca erwartet. Kleiner Spoiler, es wird steinig und schwer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, eigentlich relativ gut gepennt. Die anderen Nächte waren zwar besser, aber ist okay. Die Nacht war dürftig, wirklich scheiße geschlafen, beziehungsweise fast gar nicht. Denn der gute Daniel kam auf die glorreiche Idee, einfach mal mitten in der Nacht mit seinem Zelt umzuziehen. Ich war so im Halbschlaf, habe Schritte gehört, das Licht reflektierend sehen und ich habe übelst Paranoia geschoben. Guten Morgen. Guten Morgen, aber ich war wirklich ganz leise, ich habe mich wirklich angestrengt. Ich habe jeden Stein hier oben von Hand weggemacht. 5 Minuten lang. Du musst ja erstmal das realisieren. Dani, wo ist dein Zelt? Ich wollte mich einfach bloß nicht bewegen, bloß nicht auffallen. So ruhig verhalten wie möglich. Das war wirklich einfach nur so eine Kauerstellung. Hab nicht geschrien, ich habe halt gefragt, Daniel. Ja, so, Daniel, was machst du da? Und ich dachte so, hä? Digga, was? Und dann bin ich wach geworden. Einen geileren Aussichtspunkt zum Zähneputzen gibt's nicht. Hier habe ich geschlafen, war ein bisschen steinig und auch ein bisschen mit Gefälle. Bin ein bisschen gerutscht, aber es ging. Die Sonne knallt runter, wir haben gar keinen Bock, Meter zu machen. Schmerzen von den vergangenen Tagen sind auf jeden Fall am Start. Hüfte tut weh. Aber das sollte uns nicht daran hindern, weitere Strecke zurückzulegen. 10 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Wasserhaushalt wie immer, sehr, sehr knapp. Weniger als 1 Liter dabei wird. Wieder mal kein Zuckerschlecken. Ist offen. Oh, ganz ehrlich, sonst hätten wir nochmal zurück müssen. So möglich. Wo bin ich? Oh, zieh, zieh! Guck mal, wir hätten hier sogar Wasser. Die Frage ist, wie willst du hier runterkommen? Also ja. Wir haben springen. Espoles. Wir sind jetzt hier in Espoles angekommen. Als nächstes werden wir jetzt mal hier den Supermarkt aufsuchen und uns wieder eindecken mit The Water. So, wir sind jetzt in Espoles. Espoles, wie heißt es? Espoles. Espoles? Wir sind jetzt in Espoles angekommen, haben einen Supermarkt aufgesucht und uns jetzt hier einer reingefressen. Immer noch Essen für ungefähr 4-5 Tage dabei. In dem Beutel befinden sich 9000 Kalorien. Und dann habe ich noch einen weiteren Beutel und eine andere Tüte.
jeden Fall gab es hier ein bisschen Käse mit Brot, Banane, hier, Apfel. Das ist ganz wichtig, Wasser. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Alles trocken. Wir knallen jetzt schon wieder hier in der größten Mittagshitze rum. Circa 14 Uhr. Nehmen uns Steinmauern von oben einfach. Purer Sonnenschein. Ja, ist nicht gerade so angenehm. Oh, ein Gänseblümchen. Das schönste Stück finde ich jetzt gerade. Das ist schon mal was, Nami. Nicht schön. Teer. Einfach schon. So, hier steht kein Steinmännchen. Wir mussten gerade auf der Karte gucken, wo es lang geht. Haben wir gemacht. Und jetzt werden wir den Weg markieren. Denn wir sind vorbildliche Wanderer. So. Wir haben hier so zwei Unterstände gefunden. Einfach aus Mauerwerk. Wenn irgendjemand hier Rast machen möchte, kann er sich hier einfach niederpflanzen. Isomatten rein. Wenn Sip hier schnarcht. Oh ja. Das ist halt richtig. Wasser. Guck mal da oben. Den Kollegen an. Ziege, oder? Ziege. Sieht nach Ziege aus. Hat jemand Bock zu baden, sich abzukühlen? Das hier ist irgendwie so ein bekanntes Plateau. Feuerstelle. Für irgendwelche Indianer, die hier halt dann ihr Volksfest, ihr Ritual hier durchführen. Ich nicht weiter. Boah, okay, jetzt hat's genug. Oh la la. Oh. Free Climbing Felswand, hey. Das ist crazy. Geil. Ja. Da steht aber Privado, what the fuck? Ich mag die Wege einfach nicht mit den Schuhen. Das ist schon mal ein Tipp, den ich hier an der Stelle habe. Nehmt einfach gescheite Bergwanderstiefel für so eine Route. Denn hier ist alles steinig und du knickst einmal um und das war's. Du musst jeden Schritt planen. Da verlierst du so viel Zeit beim Runtergehen. Der offizielle GR221 verläuft einfach hier lang. Hier ist ein Schloss. Cool. Da steht auf Komoot angeschrieben. Das ist der Weg jetzt. Wurde alles privatisiert und eingezäunt. Das führt wahrscheinlich da wieder rein, oder? Vor allen Vieren geht es schon wieder hier hoch. Und die Bergziege Florian geht einfach vorne weg und wir kriechen hinterher. Aber die View, glaube ich, entschädigt ein bisschen dafür. Wir machen jetzt kurz hier nochmal einen Stopp. Dani muss deine Füße behandeln, Flo. Dani hat sich die erste Blase gelaufen, beziehungsweise die zweite. Und die dritte. Und die dritte. Daher haben wir jetzt nicht lang gefackelt und hier mit unseren schönen Blasenpflaster nachgebessert. Der Anstieg hat mal wieder vollkommen getäuscht. Wir sind gefühlt 800 Höhenmeter gelaufen, weil da irgendwie nur so 300, 400 stand. 100. 100. Wir sind fast auf dem Gipfel von dem Berg. Haben doch mit ein paar Leuten aus Tschechien gequatscht. Die sind echt witzig drauf. Und wir sehen von hier aus sogar Palma. Da sieht man Palma. Und wir sind hier. So, nach dem Little Hummus Break with Baguette geht es jetzt weiter zum Schlafplatz oder zur Suche nach unserem Schlafplatz. Deswegen müssen wir hier ein bisschen durch die Stadt noch durch. Ist wirklich richtig cool hier, finde ich. Sehr entspannt
und trotzdem irgendwie ein bisschen lebendig. Das kleine romantische Bergdorf Valdemossa war für uns bis dahin die schönste Ortschaft, an der wir vorbeigekommen sind. Der dritte Tag war zwar anstrengender als gedacht, jedoch lief soweit alles nach Plan. Bis Daniel meinte, dass seine Knieschmerzen so stark sind, dass er kaum noch weiterlaufen kann. Wir überlegten, ob es für ihn vielleicht am sinnvollsten wäre, direkt in Valdemossa auszusteigen oder ihn nochmal auf den Berg zu jagen und zu hoffen, dass es am nächsten Tag besser wird. Aufgeben kam für uns nicht in Frage und so haben Sepp und ich dem Daniel ein paar Sachen abgenommen. Das schaffen wir, Mann, wir sind ein Team, wir kommen zusammen durch. Und ihn über den Berg gejagt. Ich finde noch einen geilen Spot auf jeden Fall. Morgen sieht die Welt anders aus. Da hinten ist Palma, ganz in der Ferne. Und Flo da hoch mit seinem Baby. Was mit dir abgeht, weiß ich auch nicht. Mit zwei Rucksäcken und sind Grund und Boden. Guckt ihn euch an. Guckt euch jetzt erstmal den Bengel hier an. Die haben sogar einen Fußballplatz, gell? Ja. Mann, ist das eine geile View hier. Nee. Nee? Da kannst du nicht rennen. Lass weiter, ein Stück noch. Wir müssen nochmal hoch, wir müssen echt nochmal hoch. Da kommt sicher was. Bisschen Geduld haben. Nach längerer Suche haben wir dann unsere Zelte mitten im Wald auf einem Plateau aufgebaut. Wir haben da noch etwas gekocht. Echt krass anstrengender Tag. Ich freue mich gerade richtig aufs Essen. Und uns relativ schnell in die Zelte begeben. Es war wirklich fraglich, ob Daniel mit seinen Knieschmerzen die Tour überhaupt noch weiterführen kann oder das Ganze abbrechen muss. Macht mir doch keine Angst, jetzt so kurz vorm Betty gehen.